Aufnahme vergessen? Werden wir gleich wissen. Na, ich habe doch rechtzeitig gedrückt. Hallo? Ready for action. Hm? Was? Was? Say what? Niemand. Euch brauche ich. Aber jetzt fang nicht wieder mit diesem Aliens an. Also sind wir jetzt in der Aufnahme oder nicht? Nee, hab ich vergessen. Okay. Ich hab da noch schnell gedrückt, du Pfosten. Oh. Ja. Scheiße. Alter, wieso sind die fucking Helden so teuer? Das sind scheiß Jäger. Jetzt kommt langsam so. Ah. Ach, warte mal, ich sollte vielleicht mal Hallo sagen, ne? Hallo. Nö. Ich mag eh keiner. Okay. Okay, dann geht euch alle vergraben. Ja, das ist das ist der Flinch, den ihr vermisst habt. Ey, verpiss dich! Verpisst euch, alles klar! Ach, übrigens, ich möchte gerne ich würde gerne denjenigen nochmal grüßen. So eine Scheiße. Weißt du, in jedem modernen Spiel inzwischen gibt's einen fucking Button, wo da steht neu synchronisieren. Aber nicht in diesem! Das ist ja auch schon etwas, ja. Warte, dann nochmal Aufnahme abbrechen, nochmal neu. Nein, du bist jetzt zum Faul für! Oh nee, Junge, komm, das ist jetzt doch ein Grauen. Komm mal heran! Oh Gott. Ja, sowas muss alles rein, sowas muss alles rein. Das ist Zeug von purer Professionalität. Weißt du, da ist mal wieder da und dann läuft alles schief, weißt du? Er ist wieder da! Er ist wieder da. Und er geht auch gleich wieder! Hallo und tschüss. Hey, wie gesagt, ich will nochmal starten. Ich möchte gerne denjenigen grüßen, den man im einen gewissen GTA-Stream getroffen hat. Derjenige soll sich angesprochen und gegrüßt fühlen. Ja. Hallo, ich möchte bitte meine Oma, mein Opa, mein Papi und meine Mami grüßen. Ja, das soll ihm ja auch was bringen, dass er mich mal in einem, dass man sich mal getroffen hat in einem Stream, ne? Das soll sich ja auch rentieren, das soll lohnen. Das soll sich rentieren. Ja, hat er dich bezahlt oder was? Ja, natürlich. Flinch, komm jetzt mal wieder deinen Stream angucken und ich so tun, als ob ich dich treffen würde. Ja, aber natürlich. Och nein, Ark 170 so eine. Hast du was gegen Arcs? Arrgh! Ich hoffe, ich gewinne das. Vielleicht hätte ich dir vorher noch irgendwelche Einschränkungen geben sollen. Naja, ich glaube, es wird eher wieder. Mal gucken, ob der Flinch-Effekt eintreffen wird. Ich kann mir doch eh nichts leisten. Das deshalb, meine ich ja. Ich kann mir doch jetzt schon nichts mehr leisten. Ich kann mir höchstens zwei Geschwader Teiljäger leisten. Ja, deine Teile sind auch scheiße billig und unnütz. Also wie du. Nein. Guck mal, der Jäger hat mich eh schon wieder besiegt. Was soll denn da, Rotz? Es sind Arcs, was erwartest du? Dass sie von einem Schuss von einem Tri-Druiden zerfetzen und im Raum rumtrudeln und dann explodieren. Spielst du da auf was an? Nein, ich spiele nicht zufällig auf Episode 3 an. Ah, gut. Dann haben wir das ja geklärt. Genau. Deshalb sieht man, in jedem Spiel sind Thais einfach viel, nicht Thais, sondern Tries, ne? Viel zu schwach dargestellt. Wir müssen eigentlich alles wegficken. Okay, das tun sie eigentlich auch. Oh, bleib doch weg! Nein. Doch! Ich mach so jetzt immer weiter! Ja, gut, hab ich kein Problem mit. Ja. Wie gesagt, hab ich kein Problem mit! Ich muss auch mehr Tatankreuzer leisten, wenn es aber vorbei hier nicht ist. Ja, deine Tatankreuzer, er wird alles drehen und wenden. Ist ja nicht so, dass ich hier noch eine dumme Raumstation habe. Mit Turbolasern! At your command. Turbolaser! Was? Was? Homolaser? Ja, damit kannst du dich am besten aus. Natürlich. Was? Die Kommentare bleiben bitte ruhig.
Kann ich mir doch gleich wieder was. Vor allem, da kann ich mir gleich wieder was anhören. Ja, gleich. Ist ja noch heute. Ja, sicher. Also siehst du, guck auf Uhr, Junge. Guck auf Uhr. Auf Kuckucksuhr. Guck auf die Goldkette, oder wie? Ich hab keine Ahnung. Alter, ich bin in Rente. Hast du nicht auf die Goldkette geguckt? Geh kaputt! Nope. Meh. Was hast du gespawnt? Gar nix. Ja, es hat gerade geruckelt. Entweder das Spiel hängt sich auch auf 1 vorbei. Ja, das ist ja bei deiner Mod nie wirklich so unwahrscheinlich. Hi. Nein! Nein, 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 ist einer depressiv? Ah, wie teuer ist eine Knarre im Darknet? Ich habe keine Ahnung, damit kenne ich mich leider nicht aus. Weil dann würde ich mir jetzt die Kugel geben. Alter, das ist doch. Hä, sind das verschiedene Arcs? Das wieso? Wenn ich alle Arcs in einer Staffel, also ne, Doppelklick auf einen Arc mache, dann wählt er nur die vom Valiant aus und nicht die anderen. Ja, die anderen sind kacke. Fliege, geh vom Monitor bitte. Danke. Na, nicht darum lachen. Hallo, die Fliege will auch Aufmerksamkeit. Für den Arsch! Nicht kriegt sie! Sie kriegt keinen Unterhalt. Was? Upgrade in progress. Du zahlst an der Fliege Unterhalt. Fliege ist ein Codewort für Kinder. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wird das noch, wird das noch, wird das noch? Oh, das wird mehr als knapp. Das wird nichts. Das ist doof, hier sind Jedis nicht so gut. Hi. Nein, ich hab nicht viele Jäger. Kommt dir nur so vor. Dann fick dich! Oh du! Das ist ja... Nein! Nein! Du Bastard! Ich basseltiere dich! Rate mal, was ich gerade im Bau habe. Ein Belator? Nein, es sind zwei und sie sind kastig. Oh, du bist ein Arschloch! Oder soll ich es lassen? Du dreckiges Hundesohn! Also bitte ja? Kann ja, ich weiß, ich habe gerade Hunde beleidigt. Alter, ich hasse Kassenbrot, das ist die schlimmste Einheit in diesem Spiel, neben Belatoren und... Ja, nein, es ist die schlimmste Einheit, weil die spawnen Selbstmordbomber. Soll ich sagen, was das Schöne ist? Der erste ist schon da. Fick dich und verpiss dich! Fick dich und verpiss dich! Fick dich und verpiss dich! Oder wie ging der Zauberspruch nochmal? Ich weiß nicht. Muss ich nochmal gucken. Wo ist das Kastenbrot? Wo ist das Kastenbrot? Wo ist das Kastenbrot? In deiner Hose. Nein, da habe ich nur den Pisa-Turm. Jetzt brauche ich noch Tatankreuz als Jägerabwehr. Wo ist der Scheißer? Lass mich raten, du hast ihn wieder irgendwo am Arsch der Welt gespawnt. Ich würde mal hinter deiner Basis gucken. Wenn du das machst, ey. Ja, der deiner vielleicht. Da ist... Ah! Ah! Willst du mich? Willst du mich flicken? Fick dich! Hey, was? Nimm mal deine Axt da oben weg. Nein! Oh, du elender Bastard! Lass die Scheiße weg! Ich fick dich so hart ins Knie, du Arschloch! Du kleiner hässlicher Bastard! Also, liebe Kinder, merkt euch...
Flickt nicht mit Flinch. Flickt nicht. Alter. Ach, die Mitte ging mir schon seit längerer Zeit auf die Nerven. Ich glaube, ich muss da mal aufräumen. Ich hasse dich. Ich hasse dich so tief, abgrundtief. Hallo, Waffel, meine Herren. Alter. Da hast du deine Scheißstrafe! Oh Mann. Das ist doch. Und nein, ich werde nicht aufzunehmen. Das kriegt alles die Community. Was du hier mit dir treibst und warum du deshalb nie wieder dabei sein wirst. Du dreckiges Arschloch. Wir könnten ja eine Bodenschlacht machen. So, Naunen? Ja. Fick dich ins Knie! So, raus mit dir, ich will gewinnen. Ah, Selbstmörder, ey. Es war nur, weil ich hab die eigentlich nur gebaut als Selbstschutz, um Zeit rauszuzögern, damit ich dann wieder Bellatoren bauen kann. Nein, damit ich was anderes in die Schlacht schicken kann. Das. Ja, ich hatte entweder die Wahl, ich hatte entweder Tatankreuzer, ich hatte diese. Alter, jetzt, wenn du noch einmal diese scheiß Selbstmorddinger einsetzt. Dann komm ich zu dir nach Hause, schlag dir ins Gesicht! Dann bau du aber keine Valiants. Ich hatte einen fucking Valiant! Einen! Der auch so viel getan hat! Alter! So, um einen Perspektivwechsel zu schaffen. Was glaube ich zu meinem Verhängnis führt, aber. Who cares? Keine Valiants. Ich bau einen. Einen einzigen. Yes, Commander. Das ist mein gutes Recht, ein Valiant! Was sind die Amerikaner? Das ist mein gutes Recht! Was? Was? Käsekuchen. Oh, jetzt ein Käsekuchen. Hab ich noch Kuchen? Nein, ich hab keinen Kuchen. Scheiße. Nein. Beginning construction. Das Dumme ist, wenn du deine dumme Selbstmordbombe nicht hättest, wärst du auch mit dem Imperium untergegangen. Nee. Doch. Ach, ich hätte da meine Mittel gehabt. Jetzt gehen die alle hoch, nein. Willst du mich verarschen? Es sind Arks! Ja, aber ich glaube, also bei einigen sind ein bisschen stärker, weil die Schilde haben. Arks haben auch Schilde! Ja, aber meine auch. Art Victorium, Kameraden. Ich glaube, das sollte man gar nicht wissen. Was? Wenn ich hier knurre. Knurren. Nein. Das ist eine Aggro-Katze. Was? Böse Enemy Space Station. Geil ist, ich hab überhaupt kein Geld. Du hast nie Geld. Es ist der Sinn von dir. Auch wieder. Jetzt heißt es warten. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Upgrade complete. Construction complete. Ich krieg so wenig Geld rein, das ist nicht gut. Ich habe. Ach, ich habe falsch gewirtschaftet. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen hier. Weißt du, was ich in der letzten Zeit die ganze Zeit jetzt gespielt habe? Hearts of Iron. Also komm jetzt. Sag hier nichts von. Irgendwie reinkommen wieder. Ja, ich habe die letzte Zeit Blitzkrieg gespielt. Ich habe auch wieder eine Map erstellt. Ich sag nur so viel. Pazifikkrieg! Was? Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, oh, ich habe zu wenig Ressourcen. Baue ich mal mehr ein paar mehr Zivilfabriken. Jetzt Zivilfabriken bauen, oh Mist.
Ja, in Hearts of Iron ist das so, du baust Zivilfabriken, damit du schneller bauen kannst. Und erst baust du Zivilfabriken, damit du Militärfabriken bauen kannst. Also damit du schneller Militärfabriken bauen kannst. Nebenbei noch ein Radar, vielleicht eine Infrastruktur ausbauen. Ja, das so ist ja so wie im Zweiten Weltkrieg in den USA. Du beauftragst Autofabriken, dass sie dir Sherman-Panzer produzieren. So sieht's doch aus. Das haben die Deutschen nicht anders gemacht. Ich sag nur, der schnellste Porsche der Welt. Der Elefant. Ja, aber die hatten leider nicht so viele Massen, so viele Fabriken wie die Amerikaner. Weil die haben ja wirklich alles umgestellt, von der kleinsten bis zur größten Fabrik. Ja, am Anfang waren die Amerikaner gar nichts. Na, ich weiß. Ich hab im Blitzke erst gemerkt, Grawny sieht vielleicht massiv aus, aber der ist für ein Arsch. Der Sherman fährt einfach so durch den Feindliebbeschuss durch. Der Grawny, du hast das Gefühl, der wird von feindlichen Gewehren zerschrotet. Und da ist irgendwas Großes aus dem Hyperraum gekommen, habe ich gerade gesehen. Nein, hast du gar nicht. Weil. Ich habe gesagt, einer. Nein! Ich habe kein Mittel dagegen. Geh weg. Du hast immer ein Mittel dagegen. Am Ende beleidigst du ihn einfach so sehr, dass er abhaut. Upgrade in progress. Reporting in. Weißt du, ich bin bei mir drüber aufgeregt, dass ich Carrier baue, aber er hat Valiant. Ja, wow, ein Valiant ist auch zu vergleichen mit einem fucking Selbstmordbomber. Ah! Geh weg. Go away. Nein, nicht schon wieder! Ich hasse dich. Ha, er lebt noch! Danke, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Stirbt nicht. Jetzt etwas haben, was man einsetzen könnte, das wäre schön, ne? Ja. Ach ja, du hast ja deinen elenden Kackkreuzer da. Ja Gott, ich kann den noch nicht mal mehr bauen. Ja, ich hab einen fucking Kreuzer, wow, verurteile mich. Verstehst du, was ich bauen kann, ist ein verdammte Neblon B. Ich weiß doch, was verstehst du, was ich jetzt aktuell bauen kann, ist ein leichter Kreuzer. Na, dann zerstör den Scheiß halt. Na toll. Jetzt schwebt da so eine alte Kackfabrik da im Raum rum, mit der man nichts anfangen kann. Schilde hat sie noch. Keine Schilde, es sind Schilde. Ich hab diesen scheiß Bug. Also, einen der vielen Bugs im BFC. Dass die Fabrik weiter feuert, oder? Das ist keine fucking Fabrik! Oder dass du weiter auf den Asteroiden feuerst. Dass der dumme Asteroid weiter auf mich schießt mit seinen Raketen. Verdient! Aber sei froh, dass es keine Plasmakanone ist, die durchgehend auf dich drauf zimmert. So dass dein Sternzerstörer kommt. Alter. Ja, du hast geragequittet, ich nicht. Ja gut, die Scheiße, die dann aufgehört hat zu schießen und dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Ich hasse das Ding immer noch. Oh Gott. Genauso wie den Vogel. Ja, der Vogel, das ist ein schönes Trauma. Alter, Daruba und... Na. Und mit der Startgarnison konntest du auch nichts anfangen, weil die einfach niedergeschossen wurde. Ach, damals, dass man noch keine Mods hatte. Und alles kacke war. So, ich baue jetzt einen der besten und... Ja, du hast recht, die ist kurz Alter Junge! Ich bin mal auf Update von BFC gespannt. Das kannst du dir in den Arsch schieben. Ja, rein. Ich kann in deiner dummen Huttenbasis noch nicht mal irgendwas bauen. Verdient! Alter, verdient? Von das die Mod ist so buggy! Das würde ich noch nicht mal als Alpha rausgeben. Was doch, als Alpha, mehr aber auch nicht. Ja, klappe jetzt. Was würde passieren, wenn ich da jetzt hinfliege? Die Basis gehört zwar dir, schießt aber weiterhin auf dich?
und mich greift es überhaupt nicht an. Dann fordere ich dich in jedem anderen Spiel heraus, außer Blitzkrieg. Und du wirst elendig verrecken, weil du einfach nichts anderes spielen kannst. Da, wir spielen Blitzkrieg. Warum? Weil Blitzkrieg cool ist, Junge. Gott. Ja, da. Gott, erlöse mich von diesem Menschen. Jetzt krieg ich einen All-Time-Klassiker. Cruiser online. Willst du mich fucking verarschen? Kommentare. Was denn? Na, das sag ich dir nach der Aufnahme. Upgrade complete. Es hat was mit Hass zu tun. Mit unbändigem Hass. Auf YouTube. Ach, da gibt's vieles. Ja, aber auf YouTube diesmal. Receiving message. Oh. Oh, muss mir dann nachher mal sein. Ja. Dann wirst du auch unbändigen Hass auf YouTube entwickeln. Constructing unit. Man hat den Kanal aufgekauft. Schlimmer. Constructing unit. Na, ist zu schön, um wahr zu sein. Weil wer soll den kaufen? Keine Ahnung. Das erinnert mich wieder an was, was ich letztens auf Facebook gelesen habe. Yahoo, die Firma mit den größten Fehlentscheidungen. Choose your reinforcements. Facebook. Alter Junge, nein, so. Ich habe einfach gerechtfertigt. Fliegt schon wieder an meiner Linie vorbei. Einfach nur, um meinen armen Well jetzt einen Hangar zu nehmen. Der hat ihn sogar verloren, guck mal. Ja, sag ich doch. Valiant schießt. Oh, ich habe den Vorgänger des Dings-Wings hier, des A-Wings. Toll. Willst du jetzt einen Keks? Ja, wäre schon nett, ne? Kriegst aber keinen. Ich weiß, das ist der härteste Ding, den ich überhaupt schon ausgepackt habe. Merks! Ich hab gar nichts. Gut so. Außer eine Blutdive. Bitte was? Nein, wäre schön, aber. Ja, wo hast du das Geld her? Ja, gute Frage. Bist doch chronisch unterversorgt. Die EU hat mir eine Finanzspritze gegeben. Bist du jetzt Griechenland oder was? Ja. Die Million ist Griechenland. Ja, ich habe immer noch Lust auf Hearts of Iron. Hearts of Iron, Hearts of Iron. Oh, ich freue mich schon, wenn die Festival-Saison wieder losgeht. Toll. Ja, wackeln und so weiter. You know what ja, I mean? Da wackelst du lang. Genau. Wackeldackel. Ja. Ich sitze schon so im Auto und wackle immer mit dem Kopf. Aha, aha, aha. Good. Mehr Fregatten! Stopp. Choose your reinforcements. Vor 86 Jahren gründeten unsere Väter die Vereinigten Staaten von Amerika. Toll. Damit fing das Unheil an. Oh ja. Somit war der Weg für Trump geebnet. Haben die Amerikaner schon irgendwann mal was Tolles gemacht? Also, ja, okay, Anfang, im Zweiten Weltkrieg vielleicht. Also am Anfang schuf Gott die Erde und somit wollte Viktor Trump geben. So eine Scheiße hätte das mal nicht gemacht. Alles ist damit zurückzuführen. Nee, weißt du, neue Schöpfungsgeschichte. Als Gott die Erde schuf in 7 Tagen, hatte er am 8. Durchfall und dann entstand Trump.
Und Erdogan und Kim Jong-un vor allem. Ja, der am meisten, ja, der war sehr. Und jetzt fangen wir hier wieder. Ich höre inzwischen auf, weil sonst kommt da wieder irgendeiner. Hey, hast du was gegen den und den? Ich so, ja. Ja, natürlich, sonst würde ich es ja nicht sagen. Ja. Ist doch wahr. Mein Gott. Willst du nicht nochmal anfliegen? Und zwar diesmal bitte an einer Front und nicht durch die nicht existenten Label, die schon wieder verbuggt sind. Stimmt, aber nehme. Ich hab's gehört. Was hast du denn gehört? Dass die Aids hat. Nein, das ach so, da, gut, das, ja. Dass du abgecracked hast. Abgekackt? Ich hab abgekackt, bitte was? Ja, du hast abgekackt. Du hast nicht nur ab, du hast auch fair. Sehe ich nicht. Ach, gleich schon. Gut, dann beenden wir es mal. Nein. Fliegi! Was? Ist klar, dass ich meine Zweitbasis habe, ne? Ernsthaft, du hast 10.000 für deine Zweitbasis ausgegeben. Du kannst einfach nicht wirtschaften! Und die ersten Sternkreuze sind schon da. Ah, toll! Darf ich begrüßen, Kamerad? Wobei, das war eine scheiß Idee. Oh Gott. Wo ist denn dein scheiß Schild? Ah. Oh. Wupp. Darf ich anmerken? Das war eine echt dumme Idee. Stimmt schon. Da. Hi. Look on my justice. Oder? Wie heißt der? Oh ne, es ist ein Missing. Look on my Missing Destroyer. Oh, ich krieg schon wieder Plack. Look, der Amor Missing Destroyer. Jetzt spawn, du dummes Ding! Reinforcements cancelled. Dann halt da. Ich brauche Geld. Boom. Da geht irgendwas von dir kaputt. Finde ich cool. Speed. Ja, das hättest du jetzt gerne, ne? Hab ich. Ich geb dir nur nichts davon. No, nee, nimm Speed. Fühl mich zitiert da irgendwie. Wahrscheinlich mal dann wieder auch komplett aus dem Zusammenhang gerissen. So wie immer eigentlich. Oh, ja, langweilig wäre nicht, ne? Ja, genau. Komm, Yeetis. Das war schon immer eine tolle Idee. Yeetis! Boom, 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 boom. Ist schon irgendwie komisch, als Republik auf republikanische Kreuzer zu schießen. Wee, Feuer! Ganz ehrlich, warum? Ich könnte jetzt diese Schiffe mit der kleinen Hitbox bauen. Oh! Ach, das ist ja offiziell alles Nebel. Ich hab auch mal eingebaut. Ist ja nicht schlimm, oder? Guten Tag. Doch, nee. Justice, du hast ein Ziel. Oder? Es ist doch ein Justice, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Namen. Das Missing-Ding. Nein, das ist kein Justice. Was ist denn? Keine Ahnung, ich kannte den Namen mal. Ich hab ihn wieder vergessen. Schlechtes Finch. Ja, das war so ein unwichtiger Name, ich kannte den. Ah, der ist so schnell, mach das nicht! Was, der Missing-Kreuzer? Ich hätte wieder Imperium spielen sollen.
Ja, dann hättest du länger durchgehalten, durchaus. Aber ohne deine Selbstmordbomber hättest du auch verloren. Hätte ich einen Belator gebaut. So ist wie viel es kostet ja nicht, der? Ne? Ja, stimmt, 10.000. Ja, zweimal 10.000. Viel Spaß! Ach, hätte ich zusammengekriegt. Mit Almosen und Betteln in der Fußgängerzone. Ja, ich hab aber 30 fucking Arax und die machen auch deinen dummen Belator kaputt. Ich hab immer noch Geld. Was soll ich mit dem Geld machen? Mir geben. Kann ich nicht. Geiziger, du. Diese hässlichen Assault-Frigates hier, ey. Das gibt's ja gar nicht. Nimm lieber die von der Remake, Mann. Was für Assault-Fregatten? Ach, die. Assault-Frigate MK2. Guck mir mal die FPS wieder an. Ach, cool, du bist bei 13. Na, wie läuft's? In deinem Supermonitor. Venator! Ich wollte endlich nochmal einen neuen Justice, als den richtigen Justice auf dem Feld sehen, aber so lange lebst du leider nicht. Sieht so lustig aus, dieser Missing Kreuzer. Ja, was denn? Guck dir die Brücke von dem an. Ja. Der hat neben an den Seiten auch nochmal Batterie. Ja, was mir nicht gefällt. Ja, eine Schönheit ist er jetzt nicht. Aber dafür kann er schießen. Ach. Ist mehr als alle deine Schiffe können. Du weißt, dass es oberhalb und unterhalb von der Huttenstation noch zwei Minen gab, oder? Ja, ja, es. Warum hast du sie noch nicht mal versucht zu nehmen? Weil du irgendwie, keine Ahnung, viel schneller Jäger ranholen konntest als ich. Und weil du ein Justice gebaut hast. Das ist alles keine Begründung dafür, sich direkt zu den Minen zu begeben, aber gut. Tja, da ist jetzt. Dieser. Also, es haben einige mitbekommen, es gibt hier in diesem Teil ein Musikapparat und ich weiß nicht, ob es noch mehr in den folgenden Parts gibt und YouTube irgendwann erst später sagt, nee, da ist noch einer und das Video dann für Mobilgeräte sperrt, bla 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 bla. Jedenfalls, ihr könnt jetzt leider hier nicht den Originalton hören und ich weiß leider nicht mehr, was wir gesagt haben, ich habe das jetzt einfach rausgeschnitten. Es tut mir leid, dass wir jetzt alle drunter leiden müssen, aber entweder, es gibt da nur zwei Möglichkeiten, entweder ich belasse es einfach, dass ich nie wieder Audio einspiele, was bei zukünftigen Star Wars Spielen unglaublich scheiße wird. Oder ich krieg da irgendwie, was weiß ich, einen Lizenzvertrag. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also ob man da irgendwas machen kann. Wie gesagt, ich bräuchte eigentlich ein Netzwerk, die mir da helfen. Oder irgendwen, irgendwas, irgendwie. Dass man da irgendwie vielleicht die Erlaubnis bekomme, ja, Star Wars Musik zu verwenden. Nur bitte, bitte, ey, das ist mehr als armselig. Ich wollte jetzt eigentlich, ja, jetzt der Rest schweigen. Darfst du jetzt nicht bauen, weil die gehen mir zu sehr auf den Sack. Dann baust du kein Valiant. Du stellst ernsthaft einen Selbstmordbomber mit einem Valiant gleich. Ja, wenn du auf Tech 1 hier gleich schon tausende von Ark 71 bauen kannst, wo ich noch nicht mal hier... Ich baue einen Valiant! Oh mein Gott! Ja, und setz ihn auch immer gleich ein. Dann setz ich ihn halt nicht gleich ein! Nee, nix da, keine Valiants. Valiants, so, also mal hier. Mach jetzt hinne. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich nehme die Kackmann. Wo ist die Kackmann? Da ist die Kackmann. Naja, das kann doch nichts werden. Mal gucken, mit welcher anderen OP-Einheit du jetzt ankommst. Es gibt mehr als nur einen Carrier-Kamerad. Oh, jetzt kommt er mit anderen Carrier an. Weißt du, ich hab keine Carrier, aber dann soll er. Ja. Doch. Was? Der Venator ist ein Carrier, dann dieser. Weißt du, wann ich einen Venator beschissen. Weißt du, wann ich beschissen den Venator bekomme? Der Akklamator ist ein Carrier? Nicht wirklich. Doch, der haut auch ganz schön was an die Wand raus.
Nur weil es in dieser dummen Mod so viele Jäger raushaut, heißt es nicht, dass er ein Carrier ist. Ja, und du willst auch nur Jäger haben, also klappe zu und mach einfach. Klappe zu, Affe tot? Bist du auch so ein Affenmörder? Na klar. Bro, du elender Affenmörder. Das waren deine Vorfahren irgendwann, bestimmt. Bei dir mehr als bei mir, aber gut. Affen, jetzt schneidet man noch den Kopf auf und isst das Gehirn. In manchen Kulturen, habe ich gehört. Ich dachte, das gibt's bei dir zum Frühstück. Ja, das auch. Hast du Geld? Momentan nicht, aber gleich. Ich hätt gern was von dir. Und zwar Geld. Ja. Ich hab das selber nicht, du. Geh mal weg. Nein. Ich hab grad Musik hier aus Star Wars Galactic Battlegrounds. Weißt du, was mir eingefällt? Ich hab vergessen, die Musik auszumachen. Na, ganz toll! Das ist noch aus dem Stream, ey. Back. Die Zoom-Game. Gut, dann wird mir das Video halt fast wieder gesperrt wahrscheinlich. Yay! Oh, du Böses! Geh weg! Geh weg! Blödes Au! Verreckst trotzdem! Upgrade in progress. Das wird nichts an deiner Niederlage ändern! Junge Dame, wie viel Geld haben Sie denn momentan? Bitte, was? Ich fühle mich da komischerweise nicht angesprochen. Natürlich. Du hast meine Raumstation kaputt gemacht. Das ist ein Schiff, soll es? Soll es ergeben, ne? Vielleicht soll ich mal irgendwann das Fenster zumachen. Ich höre Schritte. Mama, Mama, der komische Nachbar schreit schon wieder. Lass ihn, er ist Choleriker. Station ready. Darf das? Oh Gott. Ich kann immer noch nichts in dieser dummen Raumstation bauen. Construction complete. Wenn das deine Mod wäre, würde ich sagen, fix das. Hä? Selbst wenn es deine Mod wäre, würde ich erstmal anzweifeln, dass du überhaupt irgendwas hiervon gemacht hast. Und dann anzweifeln, dass du es überhaupt hinkriegst, irgendwas zu fixen. Hab einfach alle Dateien aus irgendwelchen anderen Mods rausgeklaut und die zu einer neuen zusammengestrickt. Ja, BFC halt. Wo war der Witz? Na, no, leider musste ich überhaupt nicht lachen. Ich dachte, jetzt kommt hier die amerikanische Nationalhymne, wollte ich schon anfangen aufzuschreien. Ich weiß auch nicht, wie die geht. Was glaubst du? Ich kann nur den Anfang. Ende. Ende, Land kaputt. Receiving message. Besser abhauen. Ah! Geh weg. Hab ich schon gesagt, geh weg? Ach, da. Du willst mich verarschen! Du dreckiges Arschloch! So, Bellator. Ich hasse deine Hackfresse. Ich hasse deine Hackfresse. Jetzt werden sie aber beleidigt. Deine Hackfresse. Nee, überhaupt nicht. Bin immer nett. Jetzt werden sie unverschämt und beleidigt. Das finde ich nicht sehr angemessen. Map ist zu klein für deine dumme Raumstation. Turbo Laser! Schießt. Station ready. Requesting assistance. Vehicle in production. Geh weg! Ne. Doch! Du elende OP-User. Oh, jetzt, was spawnst du denn alles? Natürlich! Oh, piss dich! Was ist denn das? Geh weg. Reinforcements available. Space station damaged. Nein, überhaupt nicht. Was halte ich für ein Gerücht? Standby. Alter, was ist denn? Jetzt machst du aber immer wenn es für mich gut aussieht, ne, dann. Bitte, was?
Leute, das ist diesmal No Name. Früher war es nicht, gibst du, aber jetzt ist es No Name. Ja, klar. Ja, jetzt ist es No Name. Es, ja, es ist ja, klar. Ja, ja. Klar. Klar, klar. Sieht man ja. Ja. Also, siehst du, hast du alles gesehen, wie ich in den Cheat-Konsolen dann alles eingegeben habe. Ja. So, mach mal Boden hier. Ich hab die Schlosser. Oh Gott. Okay, ich nehme gleiche Konstellation, also gleiche Parteien. Nein. Oh Gott. Irgendwas Kleines. Ja, irgendwas Kleines, Friedliches. Dann darfst du aber nicht mitspielen, wenn es friedlich sein soll. Krieg, Krieg! Ich bin ganz friedlich. Krieg! Ich krieg gerade. Was denn? Nein. Was denn? Mach die Republik weg. Gut. Moment. Das Ding zu... Alter, deiner scheiß Mod, das Ding zu erwischen für die Separatisten. So grauenhaft. Da, deine Farbe. So. Oh, jetzt bekomme ich wieder Flashbacks der Mörse. Ja. Darauf habe ich gespielt. Did you hear something? I forgot. Wie sieht's denn eigentlich mit? Es gab doch mal. Begab sich doch mal zu einer Zeit, da gab es eine Aufnahme. Darüber möchte ich dann nach der Aufnahme reden. Okay? Verstehen Sie? Ja, weil es ist, glaube ich, nochmal. Ja, ich glaube, es wird langsam mal an der Zeit. Nein, überhaupt nicht. Ich hab noch. Ja, du hast doch Zeit im Leben, ich nicht mehr. Achso, du. Du musst bald in die Klapse. In die Kiste. In die Kiste? Nein, in die Klapse. Nee, in den Sarg. Ich muss bald verbuddelt werden, ich hab nicht ewig Zeit. Ich muss bald verbuddelt werden. Ja, ich hab. Geh weg! Mit meinen Panzern, die kein Damage machen. Finde ich gut. Nimm doch die obere Mine. Warum willst du eigentlich immer, dass ich nach oben gehe? Keine Ahnung. Weißt du, ich möchte eine schöne horizontale Trennung? Und was macht der jedes Mal? Der Fluss, das ist so typischer Grenzfluss. Da zeichnen sich die Grenzen doch ab, aber nein. Demnach hättest du dann aber mehr Ressourcen als ich. Alter, wie hier gleich Steps spawnt, dieser Verrückte. Es regnet. Ich weiß, merkt man, ne? Ganz ehrlich, ich mache irgendwann einen Spendenstream, kauft Flinch eine neue Grafikkarte. Wir hätten mit mehr Geld starten sollen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, es wäre nur recht und billig. Nein. Hast du eigentlich einen Sensorknoten gebaut? Na, natürlich, nein. Du hast meine Steps gesehen, ja. Klar. Oh Gott. Du baust doch eh wieder Missile-Plattformen, kannst mir doch nichts erzählen. Ich hab nichts mit diesen Missile-Plattformen. Oh, du blöde! Du blöde Sau! Blöde Sau. Geh Sterbi. Mache Sterbi. Kampfdruiden! Oh, ich hab kein Geld, es ist. Es ist warm, ich hab kein Geld, es läuft doch alles wieder scheiße. Läuft doch alles wieder hier in die Wand! Ah, eine Wand, zwei Wand, drei Wand. Was? We lost a bill pad. Was? Oh Gott. Seid mal schneller. Reporting. Moving. Wie was? Oh, jetzt holt der Kommandodruiden, dieser Elende. Tarnung bringt dir doch eh nix. Gib's zu. Ja, ich sehe, wie die nach oben laufen. Aus der Basis, aus dem oberen Aufgang zur oberen Mine. Oh, man, muss die manchmal tarnen. Sollen sie Saft sparen? Warum ich erkenne alles?
Ah, das guck war die Minimap. Ich konnte die... Oh Gott, ich bin ausgetappt. Ah. Ja, jetzt ist... Ganz ehrlich, tappt er bei dem Spiel raus. Guck mal. Ja, jetzt... Ich mach wieder Orbitalschlag, ey. Oh Gott. Komm, wo hat der schon wieder das Geld her? Es ist Geld. Ja du, wo hast du wieder dein ganzes Geld her, wenn du dir so eine Menge an Einheiten leisten kannst? Ich habe einen Cheat. Ich hab fünfmal gecheatet für 5 Credits. Das fürchte ich auch, ja. Natürlich, ich bin so ein harter Cheater, das weiß man schon von Anfang an. Wie wär's mit deinem besten Freund, dem Repulsor-Lift-Jammer? Hä? Jetzt ist das Spiel bei dir abgestürzt. Das hat sich komplett geschlossen. Hier ist gar nichts mehr. Oh Gott. Ja, Flinch kommt zurück. Was ist das Erste? Das ist, alles geht kaputt. Oh Gott. Aber das ist so, ich muss das hochladen, sonst habe ich morgen gar nichts. Nein, wir versuchen. Oder wir versuchen nochmal eine Aufnahme. Nee, ich muss jetzt schlafen. Das ist doch kacke jetzt. Wie? Das Mann. Ist kacke. Weißt du, ich habe morgen auch noch was zu tun. Oder heute noch was zu tun. Das ist jetzt suboptimal. Alles deine Schuld. Von Anfang an hast du mich sabotiert. Du hast mich sabotiert. Nein, du mich. Weißt du, wolltest du gar nicht in die Aufnahme. Gibst du. Doch, ich hatte mal wieder Lust. Doch dann, weißt du, und immer wenn ich kurz am Gewinn war mit dem Imperium, dann hier wieder auch hier Absturz. Ja, vor allem Absturz. Das war ein D-Sync. Weißt du, ich habe noch nie so oft ein D-Sync hintereinander gehabt wie jetzt gerade. Guck doch mal, ich kann jetzt Quit-Match machen. Quit-Match! Yay! Ich habe nichts verloren, du alles. So scheiße hier. Oh Gott, ey. Exit. Yay! Best Game on Earth! Das ist deine Schuld. Natürlich. Ja, weil du nach langer Zeit mal wieder meintest, euer BFC, doch dabei hätte sie sich erstmal wieder einspielen müssen. Haben sonst auch schon Ewigkeiten keine Testrunden mehr gemacht. Ich spiele jetzt Blitzkrieg, Schnauze voll hier. Alter, ich gehe jetzt schlafen, dann spiele ich morgen wieder Horse of Iron. Päh. Soll ich sagen, woran das lag? Jetzt kommt's. Ja, das lag an diesem elenden Minimalgeld. Natürlich. Ja. Naja, das hat das Spiel einfach nicht verkraftet. In seinen absoluten Höhenflügen von Millionen von Einheiten, das kann da nicht mit wenig Geld umgehen. Naja, du lachst. Aber der Rechner weint. Ja, mein Rechner weint gerade wirklich. Weißt du? Ich habe mein PC nie auf diese extra Weite von meinem Monitor eingestellt. Das heißt, das könnte auch dann sein, warum das Spiel so laggig und so instabil läuft. Echt? Hol dir einen fucking neuen Rechner! Weißt du, dein Computer verdient ja noch nicht mal den Namen Rechner. Er rechnet nicht, er schätzt. Ja, nein, er schätzt auch nicht, er rät. Ist ein Rater. Ja, Junge, gib mir das Geld, weil ich habe nicht das Geld für so einen super High-End-PC. Doch, hast du. Du gibst nur für andere Sachen aus. Nee, weil das sind jetzt. Ja, für was? Das sind jetzt Dinge, die jetzt nicht mehr in eine Aufnahme gehören, außer du möchtest jetzt daraus einen Vlog machen. Ein Vlog ohne Bild. Ich greife jetzt eine Pazifikinsel an mit Oh Gott. Hurricane Mark 1 Jagdbomber. Wenn ihr Flinch doch weiterhin sehen möchtet und dass er mal von seinem komischen, eigenartigen Piep-Piep-Spiel runterkommt, dann unten rein und vielleicht kriegen wir. Ja, vielleicht kriegen wir mal wieder so eine große, etwas größere Runde zusammen, aber das wird schwer. Das eine, was eigentlich schon längst hätte kommen müssen? Nein, ich meinte eigentlich mit mehreren Personen. Ach so. Ja, zum Beispiel Terra. Boah, wenn ich das schon wieder höre. Oh Gott. Allein der Name macht mich schon traurig.
Ja, irgendwann muss ich Terra auf Droge setzen, ey. Dann wird er noch trauriger. So stärkt seine Grundemotionen. Traurigkeit. Ja, ich stelle gerade vor, wie so trauriger Kerl mit so einer Träne, wie der vom PC sitzt. Ich bin voll happy. Ja. Oh Gott, Terra schlägt mich doch durch den Monitor, wenn er das nicht kriegt. Aber übrigens, du weißt doch, es gibt diese schönen kleinen Happy-Drogen, machen ja einen erst fröhlich und danach ganz, ganz traurig. Wie wird das bei Terra? Der wird traurig und dann noch trauriger. Dann versucht er sich wahrscheinlich findet keine Brücke, deshalb versucht er dann vom Stuhl runterzuspringen. Nein, sein Körper ist gar nicht in der Lage, ihm Freude zu zeigen. Er ist immer voll mad. Scheiße, du weißt, dass wir alles aufnehmen, ne? Terra will uns hauen. Der ist viel zu traurig dafür. Oh, das gibt wieder Ärger. Ja, bei mir, du bist ja nie da. Ja, siehst du? Ich hab mich abgekapselt, ihr könnt mir gar nichts. Ja, Flinch ist offiziell kein Teil der Community mehr. Ich kann ihm dann bald mal alle seine Statue entziehen. Was? Ändert ja eh nichts. Klappe jetzt. Ey, ja komm, weißt du, das ist so, als hätte ich einem Geist einen Hammer gegeben und gesagt, los, hau den Bannhammer. Das fällt einfach durch. Leute können auch froh sein. Es hat keine Konsequenzen für sie, wenn sie sich daneben benehmen. Also von mir brauchen sie sich nicht fürchten. Ja, deshalb hole ich inzwischen andere Leute ran, die Mods werden. In deiner Abwesenheit habe ich schon wieder zwei neue Mods ernannt. Wer sind denn die? Gott. Junge. Weißt du bist auch ein Teil der Grundlage der Community. Beschäftige dich damit! Ja, aber ich hatte in letzter Zeit wenig Zeit. Ausrede! Nur weil du dein BFC hier geheiratet hast, ey. Hast du es zum Altar geführt? Ja, nee. Doch, oh, scheiße, stimmt schon irgendwie. Japanische Bomber. Oh Gott, gut, jetzt ist eben durch. Also, das Video, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das Video seht ihr. Nee, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder das Video seht ihr uneingeschränkt, dann habe ich Glück. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Video seht ihr gar nicht, dann habe ich Pech und ihr auch Pech. Oder das Video ist nur für PC-Nutzer. Oder besser gesagt, Nutzer der Desktop-Version von YouTube zugänglich. Das kann nämlich jetzt auch in letzter Zeit sehr oft passieren. Freude! Yay! Yeah. Freude! Bedankt euch bei Disney. Scheiß Disney! Was? Was? Rufmord betrieben? Nein. Das war kein Rufmord. Du hast ja nichts Böses über Disney gesagt. Du hast ja nicht so was gesagt wie... Disney frisst keine Kinder. Ja, zum Beispiel. Dabei weiß doch jeder, dass sie das tun. Ja, erst sorgen sie dafür, dass sie glücklich werden und dann fressen sie sie auf, ne? Ja, weil das Fleisch dann zarter ist. Ja, genau. Das Fleisch von glücklichen Kindern gibt es nur auf der Walt Disney Park oder wie heißt das Ding? Disneyland. Ah, Disneyland. Ja, genau. Eindeutig. Da kommt irgendeiner so in den Kommentaren, ist das wahr? Natürlich, eindeutig. Es ist eindeutig viel zu spät, ich hätte schlafen sollen. Du hast mich zu meiner schlechtesten Zeit rausgeholt. Warum konnt ihr jetzt auch nicht so schön rumragen? Weil das Problem ist, einige Leute in meinem Anwesen sind schon schlafen und wenn ich dann einfach rumrage, dann schmeißt mir jemand irgendwas gegen meinen PC. Das ist kein großer Verlust mehr, aber naja. Du weißt, wir nehmen immer noch auf, oder? Ich soll jetzt endlich mal diesen dummen Stoppknopf drücken. Ah, ich sag dann mal auf Wiedersehen. Ja, tschüss.